Ach ja, stimmt, die Tür. Lalala. Na klar, wer hätte das gedacht? Mehrere, na danke. Ja, Taxi. Scheiße hier. Ich wollte mal cool sein und die Straße nicht benutzen, aber war ja sehr erfolgreich. Du Kacker. Oh, war ja ganz grandios jetzt. Scheiße. Ich wollte mal die Straße nicht benutzen, aber die Mistviecher, die haben es mir versaut. Komm hier ab, die Rübe. Drecksack. Ich habe da was am Schuh kleben, glaube ich. Gut, weiter. Sieht jetzt toll aus mit meinem Leben. Warte mal. Ach ja, stimmt. Ich habe ja hier. So. Gut. Lass mich rein. Isaac, ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Warnsektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Ja, irgendwie habe ich jetzt so ein Bedürfnis, auf alles drauf zu treten, was hier irgendwie in der Gegend rumliegt. Hallo? So, da geht's weiter, Monorail-Kontrollraum, das klingt gut. Da gehen wir mal lang. Isaac, wir brauchen noch die Platine für den Monorail-Computer. Sie ist im Wartungssektor. Wartungssektor? Wo? Ach, natürlich. Wieder woanders auf jeden Fall. Genau nach links, okay. Wer hätte das gedacht? So, hier drüben. Ach ja, stimmt, hier war ja vorher nichts. Jetzt speichere ich aber mal. Jetzt, nachdem ich Scheiße gebaut habe, da speichere ich mal. Da lohnt sich's natürlich auch. Flupp, okay. Und bei Bedarf werde ich mir dann auch mal noch einen zweiten Spielstand zulegen. Könnte vielleicht ganz hilfreich sein. So, ach, hier ist ein Schleuser. Ach so, ich habe mich schon gewundert. Ach, ein Aufzug, auch okay. Gut, dass ihr es dran schreibt. Kendra hier. Offenbar ist die Tür zum Lagerraum verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Schön. So. Wo? Was? Wie? Da hinten. Noch einer? Nee. Okay. Plopp. Einmal in die Beinchen rein. Komm schon, mein Kleiner. Hüpf doch mal. Na, wer macht denn sowas? Ihr Arschlöcher! Weg mit dir! Scheiße! Boah. Alter! Oh Mann! Ich sehe schon, ich bin total geschaffen für das Spiel. So. Warum lassen die da auch jemanden von hinten kommen? Das ist doch so gemein. Nein! Kann man da drauf schießen? Ja! Wusste ich doch! Zack, ab die Klöten! Na? Ich höre schon wieder was! Drecksau! Stirb! Du sollst doch drauf treten, Mensch. Ja gut, scheint tot zu sein. Ja, ich komme gar nicht in Probleme. Schon am Anfang nicht, nein. Vielleicht sollte ich doch nochmal anfangen und auf einfach machen? Ich weiß es nicht. Was? Du Drecksau! Wo kommst du her? Na! Arschloch! Kommen die denn immer noch her? Oh, Punkte, schön. Ich war gerade so gebannt von diesem Schauspiel, dass sich hier was bewegt. Da könnt ihr doch nicht noch ein... Geh weg. Weg mit dir. Könnt ihr ja nicht noch
einen kommen lassen. Ach, das ist aber gut zu wissen. Also möglichst viele Gliedmaßen abtrennen, damit noch irgendwelche Gegenstände rausfallen, oder wie? Frag mich, wer sich sowas dran Krankes ausdenkt. So, Aufzug zur Kransteuerung. Müssen wir denn dahin? Ich weiß es nicht. Ich gucke erst mal da drüben. Wir sollen auf jeden Fall da lang, das dachte ich mir schon mal. Okay, Schienen zur Kransteuerung zu gehen. Ich will aber erst mal gucken, was hier in der Ecke ist. Da gibt es ja bestimmt noch irgendwas Schönes für mich. Freunde, kommt raus! Ah, Platine. Na, wenn hier schon wieder so ein Ding liegt, dann weiß ich doch, was bald kommt. Kann ich das aufheben? Nee, aber runterrollen. Scheiße. Ich meinte jetzt nicht ganz runter, sondern den Weg runter. So viel zum Thema leise vorwärts gehen. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt einfach nur im Kreis gelaufen, oder? Kann das sein? Ja, hier drüben ist die Kransteuerung super. Okay. Emergency Supplies, das nehmen wir gerne mit. Medipack, wunderbar. So, ich nehme aber natürlich keins, weil ich hier bloß so halb angekratzt bin bei meinem ersten Päckchen da, bei meinem ersten Abschnitt. Das lohnt noch nicht so. So. Okay, dann gehen wir mal. Aufzüge sind auch eine ganz tolle Idee hier. Ich traue euch nicht. Oh, wir sind schon da. Na, das hat ja richtig gelohnt. Da hätte man nicht eine Treppe einbauen können? Was vielleicht einfacher zu bauen und vor allem energiesparender wäre? Aber ich glaube, die haben ja andere Probleme gerade. So, gib mal her hier den Krempel. Wunderbar. Du da! Du bist doch bestimmt... Ja, wusste ich doch! Arschloch! Mach doch mal das, was ich drücke, Isaac! Isaac ist dumm. Ich habe die ganze Zeit die rechte Maustaste gedrückt und drück dann noch auf die linke. Und was macht er? Er schießt nicht, sondern er schlägt zu. Natürlich. So, kurzer Prozess hier. Von hinten kommt nichts. Wunderbar. Sagt man das ein. So, und du bist da auch schon wieder so ein Kollege, oder? Oh. Ja, vielleicht auch nicht. Sicher ist sicher. So, gut. Aufgabe erfüllt. Ich weiß gar nicht, was ich gerade eingesammelt habe. Wahrscheinlich irgendein Schlüssel. Okay. USG Ishimura, Abteilung für Raumfahrttechnik. Rechnungen für Shuttle-Reparaturen. Zweiter Auftragstag. Defekter vollerer Gyroantrieb von Schiff. USG Ish-S03 wurde ersetzt und ist jetzt funktionsbereit. Dritter Auftragstag. Reparaturen am fehlerhaften 4D-Scope. Von Schiff USG Ish-S01 noch nicht abgeschlossen. Ja, ist glaube ich nicht so interessant, oder? Gehen wir mal raus. Machen wir es dann in Zukunft so, dass ich da einfach drauf gehe. Ganz kurz und wer will, hält es halt an und liest sich das durch. Und ich lese es mir durch, wenn ich mir die Folgen angucke im Nachhinein. So. This is a static free work area. Ja, ja, so sieht's auch aus. Darauf legen sie bestimmt Wert jetzt. Na, ah, du Arsch! Komm ab, das Beinchen! Und drauf auf die Sau! Von hinten einer? Nein. Ich habe jetzt immer Angst, dass jemand von hinten kommt, weil ich einmal den Fehler gemacht habe, mich nicht umzudrehen. Das ist natürlich echt fies. So. Schon mal die Waffe im Anschlag. Kann nie schaden. Oder mal nachladen, könnte auch helfen. Ja, du Arsch, genau, ich wusste es. Du bist da. Stirb! Ah. Stress, Stress. Genau deswegen wollte ich die Waffe im Anschlag haben. Puh. Also bei mir kann es sein, dass ich dann nicht irgendwie quiekend rumschreie, sondern dass ich einfach so rumschreie und beleidige, wenn ich irgendwie geschockt werde.
Ich höre von überall was. So, muss ich denn hier hin? Ich muss mich dran gewöhnen, mal öfter mit dem Ding zu gucken hier. Ich muss nach links, okay. Ja, da wo ich die Platine gesehen habe natürlich. Das ist irgendwie logisch eigentlich. So, kommt einer? Nein. So, öffnen. Ja, natürlich öffnen. Na, hier sieht es ja appetitlich aus. So, hier ist ein Spind, den wir aufmachen können. Medipack. Was haben wir hier Schönes? Energieknoten. Ich weiß immer noch nicht, wofür die sind. Aber Schaden können sie nicht, denke ich mal. So, haben wir hier noch irgendwas? What? Ach, das ist aber schön. Werkbank. E zum Drücken und da brauchen wir die Energieknoten. Alles klar. Damit hätte sich die Frage auch geklärt. Und dann basteln wir erstmal eine Runde, ne? Wir haben ja im Werkunterricht aufgepasst, da können wir das machen. So, gucken wir erstmal beim Rick. Luft brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Ach so, das ist... Ach nee. Sowas mag ich ja eigentlich nicht so. So, kein angrenzender Knoten entdeckt. Ach so, ich muss erst den aktivieren, um dann den zu machen. Na, das ist ja dumm. Das heißt, ich kann jetzt 2 Knotenpunkte investieren und habe nichts davon. Mache ich das? Will ich das? Nee, ne? Will ich nicht. Okay, Stase-Modul vielleicht? Stase ist ja gut. Damit wird ihre Dauer um 2 Punkte erhöht. Und hier, damit wird ihre Energie um 20 Punkte erhöht. Könnte natürlich. Stase muss ich mir überlegen. Gucken wir mal beim Plasma-Cutter. Nachladen. Naja, gut, das ist jetzt nicht so das Problem, glaube ich. Damit wird Tempo, naja, eigentlich brauche ich ja bloß Schaden dabei. Nee, da gehe ich aufs Stase-Modul. Das ist mir dann... Ach scheiße, das ist ja hier... Verzeihung. Das ist ja hier genau dasselbe wieder. Da machen wir schon mal so und beim nächsten Mal gibt es dann auf Energie drauf. Okay. Ich nehme mal an, dieser rote Kreis auf meinem Rücken wird dann auch für die Stase da verantwortlich sein. So. Packen wir mal die Platine mit ein und dann ab die Luzi. Genau, Isaac. Bring die Platine zur Monorail-Steuerung und setz sie in den Prozessor ein. Dann ist das Monorail-System wieder online. Lauf! Ich hab's doch gesehen. Ist ja auch gemein. Quatsch mich dumm voll und währenddessen greifen die Viecher an. Lauf nochmal. Das Spiel ist schon ein wenig abartig, wa? Ja, es muss so richtig flatschen. Okay. Ich dachte, du bist tot. Na super. Stirb! Ihr mit euren blöden Leichen, die dann doch noch aufstehen. Gib mir was dafür! Komm schon! Das ist eklig. Ich will wenigstens was dafür haben, dass ich mich erschrocken habe. Naja, was soll's.